Hallihallo, ich bin's wieder, der Schania. Heute auf meinen Elefant, wo leider das Ohr schon kaputt worden ist, was ich da herrichten, macht aber nichts. Ich zeige euch heute, wie man kreativ werden kann, wie man zum Zeichnen kommt. Aber man sagt, man kann es nicht, kann man es super lernen. Es gibt nur ein paar Tricks im Gehirn, die man ausmerzen muss. Und das zeige ich heute. So, wie jeder weiß, wir haben zwei Gehirnhälften, die gegengleich zur Hand arbeiten. Also die rechte Gehirnhälfte, linke Hand, linke Gehirnhälfte, rechte Hand. Ich habe euch das nochmal bildlich dargestellt. Geht der Wind ein bisschen, dass man das gut sieht. Und so läuft es dann auch beim Malen. Also, das heißt, wenn ich ein analytisch denkender Mensch bin, das heißt, die Zahlen gut im Kopf habe oder alles geradlinig und alles strukturiert habe, dann arbeite ich meistens mit der linken Gehirnhälfte. Wenn ich dagegen intuitiv arbeite oder aus dem Bauch raus arbeite, dann ist meistens eher die rechte Gehirnhälfte am Arbeiten. Wichtig ist, dass die beiden Gehirnhälften jetzt zusammenarbeiten oder die rechte verstärkt wird, wenn es zu schwach ist. Und das kann ich am besten machen, indem ich einfach die rechte Gehirnhälfte fordere. Und wie fordert ihr die am besten? Ich nehme den Schreiber in die linke Hand. Und dann wird es lustig, weil dann kann ich da malen. Also, ich mache einmal einen Kreis. Mache ich eine Sonne draus. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin grundsätzlich eine rechtsschreibende Person. Also ich schreibe immer rechts, ich mache das meiste rechts. Nur wenn ich in die Kreativität kommen will, arbeite ich vorher mal links, weil das einfach die rechte Gehirnhälfte das Kreative fördert. Man kann da alles Mögliche machen. Also dann machen wir einen Baum dazu, mit Äpfel drauf. Oder Blume. Wer das noch nie gemacht hat, der wird drauf kommen. Oh oh, das ist aber ganz schön schwer. Wiese. Das ist alles Übung. Und wenn man das öfters macht, sieht man auch, dass das immer schneller geht, dass man sowas schafft. Man kann genauso gut schreiben. Also Buchstaben sind nicht so exakt, nicht so schön wie mit der rechten Hand. Das spielt aber überhaupt keine Rolle. Oder Zahlen. Oder ich schreibe sogar in der Schreibschrift. So trainiert man die rechte Gehirnhälfte und das macht dann automatisch, dass man dann, wenn man perspektivisch zeichnet oder wenn man Gesichter zeichnet oder was wirklich naturgerecht zeichnen mag, viel leichter dann mit der rechten Hand das dann machen kann. Dass man einfach zügiger dann mit der rechten Hand arbeitet, weil man die rechte Gehirnhälfte dazugeschaltet hat. Und dann ist das ganz einfach. Spielerisch im Alltag kann man das so nebenbei auch machen, wenn man mal was trinkt oder nebenbei am Telefon einmal ein bisschen schauen mag. Ich tue ab und zu ganz gern Rätsel auflösen und schreibe bewusst die Wörter mit der linken Hand.
Da hat man nämlich zusätzlich dann nur die Begrenzung dazu, dass man in der Begrenzung drinnen bleibt. Das fordert dann noch einmal. Und so kann man das einfach immer wieder noch steigern und immer noch besser trainieren und immer noch aktiver machen. Und das Ergebnis am Ende ist dann einfach genial. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit links. Viel Spaß!